Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Mystic Dungeon. Ja, wir sind scheinbar tatsächlich in der Afterstory. Wir haben storytechnisch wirklich alles durchgespielt und wollten jetzt in die Höhle der Entwicklung? Ich habe keine Ahnung. So nennen wir das jetzt einfach mal reinschauen. Aber ja, ich weiß, ich gucke ab und zu ja mal bei den TMs nach. Und ja, ich weiß, dass ich hoffnungslos unterlevelt bin, aber... Ne, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich weiß, dass wir hoffnungslos unterlevelt sind. Ich will aber auch nicht Feuersturm und sowas. Ist mir alles zu... Ich will Flammenwurf haben und nicht mehr Glut einsetzen. Und ich habe überhaupt nichts gegen Doppelkick. Ich finde Doppelkick eigentlich gut. Die Attacke trifft und ist eigentlich relativ stark. Und ich weiß, wir müssten eigentlich echt hart leveln. Ich weiß aber nicht, ob ich hier irgendwie grinden will oder ob wir einfach mal jetzt da reingucken. Ich glaube... Wir gucken einfach mal in die Höhle der Entwicklungen rein und schauen, was passiert. Von irgendwoher dringt eine Stimme. Ihr, die ihr erwacht seid. Dies ist die Glitzerhöhle. Möchtet ihr euch entwickeln? Ja. Okay. I have no idea. Case möchte sich also zu Igelava entwickeln. Scheinbar. Es ist nicht möglich, zur ursprünglichen Entwicklungsstufe zurückzukehren. Möchtest du dennoch fortfahren? Klar, immer größer werden. Das Retterteam-Halstuch geht bei der Entwicklung verloren. Möchtest du dennoch fortfahren? Ja, ist mir doch wurscht. Ihr, die ihr erwacht seid, euer Potenzial kommt nun zur Entfaltung. Die Erscheinung von Case ändert sich, verändert sich. Case hat sich von Feurige zu Igelava entwickelt. Möchtest du Case deinen neuen Namen geben? Hä, nein, warum? Möchtest du entwickeln? Oh. Entwicklungsmöglichkeiten mit X. Aquana, Entwicklungs-GO. Ah, okay. Aha. Okay. Und das brauchen wir hier bestimmt. Entwicklungsbedingungen Level 36. Sind wir doch, oder nicht? Nee, wir sind Level 35. Oh, wir können es genau ein nicht entwickeln. Und die anderen sind überhaupt nicht möglich. Gut, es kommt jetzt nicht so überraschend, dass die anderen nicht möglich sind, aber okay. Aha, so funktioniert das also. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich habe sonst nichts dabei, was sich entwickelt. Okay, wir brauchen Entwicklungsgeoden. Kommt wieder, wenn ihr euch entwickeln möchtet. Okay, das war jetzt nicht ganz so. Ich bin einfach total lang und extrem hässlich geworden. Ich bin hässlich wie die Pest. Oh, ich bin hässlich wie die Pest. Das ist ja eklig. Ich wider mich selber an. Ist das Pokémon wirklich so hässlich? Es ist echt fies, aber ist das Pokémon so hässlich? Kaskadenteich, Nachtlichthöhle. Ich guck nochmal ganz kurz. Ich bin so hässlich. Ich sehe aus wie eine langgezogene Kackwurst. Da wollte ich gar nicht rein. Willkommen bei meiner Pelipper-Post. Nein. Eigentlich möchte ich, dass du mich nur in Ruhe lässt. Infobrett. Riesenschlucht. Und ja, es ist halt eigentlich... Ja, weiß ich nicht. Gibt es wirklich jetzt nur noch... So eine Aufträge oder kommt da noch? Ich dachte, das wäre jetzt mit der Entwicklungshöhle, dass da noch irgendwas kommt oder so. Wir gehen zur verlassenen Insel. Nicht mehr Scaraborn kann sich entwickeln. Ist natürlich echt die Frage. Lohnt sich das noch? Rein theoretisch möchte ich jetzt nicht hier nur diese Retteraufträge machen. Ich dachte, da kommt jetzt noch Story, ehrlich gesagt. Okay. Okay, einen Apfel nehmen wir mit. Weg, 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 weg. Weg. Weg, 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 weg. 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 Wir haben sehr viele Teambeleber-Orbs. Anwender-Orb, Helfer-Orb. K.O.-Orbs nehme ich mal mit. Den Abelasio nochmal dabei. So.
Aber abgelagert. Ist natürlich die Frage, wo wir jetzt da hinkommen. Treffen wir jetzt auf irgendwelche Bosskämpfe in den Inseln, wo wir noch nicht waren? Oder nicht? Ich habe schon gehört, dass ich einfach nur hoffnungslos unterlevelt bin und dass ich hier einfach nur überall sterben werde. Aber jetzt sind wir entwickelt, jetzt kann ich gar nicht mehr überall sterben. Weil es ist ein Taubsi. Was will uns das denn antun? Also bitte. Das ist ein Taubsi. Das wird uns ja wohl nicht wehtun, wa? Okay, super, Doppelkick. Hast du so einen Schluck? Warte, das war. Nee. Falsche Tasten hier. So war das, ja. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Guck mal, Taubsi ist Zubats, das ist ja alles nichts. Hier wollte ich hin. Hier geht es nämlich weit. Tja. Jetzt bin ich hungrig, aber macht nichts. Ich bin sowieso immer hungrig. Wir gehen einfach, ne? Das hat uns den Weg abgekürzt. Guck mal, Pixie, das ist doch hier. Das ist doch nichts. Pipi ist halt ja sogar nur. Deswegen haben wir ein Pixie. Kriegen wir hier Entwicklungsdinger? Ja, was soll das? Das ist doch hier nicht gefährlich. Das ist voll die. Voll der Low Dungeon, ey. Voll der Low Dungeon. Ein AP-Schwundfalle. Das ist auch scheiße. Farbenrat sind auf null gefallen. Ja, da, danke. Ah, sie sehen jetzt. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, die Sonne scheint. Sehr gut gemacht. Okay, wir sehen die Items nur dann, wenn wir in den Raum kommen. Okay. Das nehme ich mit. Ein Belebersaum. Ich weiß nicht, was das für eine Falle ist. Ich will mich da wieder raufstellen, aber darf ich nicht. Kriege ich nur Ärger. Jetzt regnet. Oh, ist das hier ein Wetter in der Höhle? Ey, das ist eine Höhle, weißt du? Hier ein Ratzfratz, das ist doch kein. Das ist kein Gegner. Voll low, ey. Voll low. Voll low. Vielleicht gehen wir ja sogar Level ab, dann sind wir Level 36 und können uns nochmal entwickeln. Voll krass, Alter. Ja, wir haben Gott sei Dank Abel und ein Oi dabei. Okay, hier geht's weiter, aber wir gucken erstmal, wo das Monster ist. Gerade mich angeschrien. Dir werde ich es zeigen und mich geheilt. Das ist schon ein bisschen komisch. Tipp, tipp. Easy going. Gute Nacht, Sam. Aua! Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Ich hab gerade. Ich hab. Was ist denn passiert? Oh, da hat wieder jemand Intensität jemand eingesetzt, war, wenn ich das hier so sehe. Da hat jemand Intensität. Ich wusste gerade nicht, was passiert ist. Ich dachte gerade so, hä, was ist denn jetzt passiert? Hier, Nabel. Hurra, Kabuto. Level 37. Alter, was ein Tier, ey. Nehmen wir mit. Ja, leider, aber wir haben noch kein Camp. Ich hatte übrigens die Fähigkeit Intensität und so ein Scheiß, ne? Das tut immer extrem weh. Die sehen wir gar nicht mehr, die Dinger. Kannst von mir aus so viel deinen Stein vor mir polieren, wie du willst, Alter. Ja, hau die um. Sexuelle Belästigung nennt man das. Düflor. Und das ist sehr feucht hier auf dieser Insel. Hier. Hast du schon mal gesagt, dass wir super hässlich sind? Sehr gut. Ich hatte Angst vor denen, ja, weil sie auch so viel Schaden machen, die Viecher. So, wir suchen noch das Duflor. Da ist es ja.
Tarnsteine, okay. Kann ich mit leben mit Tarnstein. Ach, das ist unser Auftrag gewesen, ne? Das ist doch auch was. Danke, komm später zur Pillepper-Post. Tschüss, Düffler. Möchtest du... Ja, klar. Wir gucken uns... Nein. Wir gucken uns den Dungeon komplett an. Den gucken wir uns doch an hier. Das waren die Tarnsteine. Wenn ich etwas kann, dann ist es Fallen finden. Das ist mir schon aufgefallen. Ist mir schon aufgefallen, weißt du? Ja, es ist lustig. Entschuldigung. Ich hab Hunger. War daneben. Hey. Und ein weiter. Weiter erforschen. Ja. Ja, wir müssen ja mindestens bis ganz nach hinten kommen, wa? Und ihr sagt Ruckzuckhieb und sowas ist schwach. Ha! Schau sie alle um. Okay, ich will aber nicht, dass du vorne bist. Aua. Na klar. Krieg die Kasse auf die Fresse, Sandy. Schön. Oh, Mensch, du. Aua. Ja, das war die Hungerfalle. Das war jetzt... Ein Samen. Ah. Gibt's doch gar nicht. Warum habe ich hier nur Hunger in dem Spiel? Nur Hunger. Nehmen aber auch keine Backgammons mehr mit, ne? Ich hätte gern Kickli mitgenommen. Sammelt doch mal jemand das Geld ein da. Was ist denn los mit euch, Mädels? Eklig. Ja. Na klar, komm, nutze es. Ob du das nutzt oder Heilung ist eigentlich wackel. Das ist eigentlich komplett wackel. Hab hier aber auch einen Pächter. Mensch, kann nicht sein. Die sind überall nur Fallen. Ja, wo ich hin, Per? Wir gehen gleich weiter. Scheiß auf die Items, was hier noch ist. Natürlich. Können wir jetzt ja rein theoretisch auch Kindwurm leveln, ne? Hatten wir nicht einen Kindwurm? Ich meine, Brutalander mitnehmen wäre natürlich... Aber wo kommst du? Hat jemand das Pokémon gerade auf uns geworfen? Ich... irgendjemand hat einen Marienkäfer nach uns geworfen. Ich... Sag einfach mal, ist in Ordnung. Werfen Sie, junge Frau, werfen Sie. Jetzt hör doch mal auf, irgendwie Pokémons auf mich zu werfen. Was ist los mit dir? Scarabon. Hey, mein Level ist gestiegen. Ja, ich weiß. Oh, ist das nicht ein seltenes Pokémon? Gibt's da nicht extra so... Vielleicht auch nicht. Sonne scheint wieder.
Pinsir! Tschüss, tschüss. U8. Ein Carpador. Ich bin noch nicht mal sicher, ob ich einen Carpador mitnehmen möchte. Aber gut, wir nehmen natürlich einen Carpador auch mit. Wir sind da ja natürlich nicht Pokémon-rassistisch. Das geht nicht. Das wäre echt ungerecht gegenüber Carpadors und jegliche Form von ihm. Oh, naja, klar, dich nehme ich auch mit. Ich glaube, dich habe ich aber schon, aber dich nehme ich trotzdem mit. Dich nehme ich trotzdem mit. Einfach nur damit, dann haben wir noch jemanden dabei. Starte ich an vor Hunger. Ja, ich meine, es ist ein... Ja, was soll ich sagen? Das ist ein Carpador. Carpador ist von der Freundlichkeit von Drödel e.V. Können wir nicht mal mehr, ne? Es gibt keinen Kaskadensee. Carpador, ich möchte, dass du mich verfolgst. Auf ewig. Carpador, du bist einfach das Pokémon, was wir mitnehmen wollen. Ich guck trotzdem noch ein bisschen. Ein Pantyfrost. Ach nee, Pantyfrost ist es ja gar nicht. Ein Pantyfrost gibt's ja sogar. Wann kommt eigentlich das DLC raus von Pokémon Schild und Schwert? Gab's eigentlich mal irgendwie jetzt ein konkretes Datum? Es hieß ja irgendwann im Sommer oder im Frühling? Ich meine, wir haben fast Sommer, Frühling, also... Übrigens hasse ich Wetter. Technik. Ja, müssen wir nutzen, weil wir derzeit angeschlagen sind. Was war das? Achso, Paralyse. Mal aufhören hierzu. Danke. Zu hageln wollte ich sagen. Okay, okay. Scheint eine coole Attacke zu sein. Funkenflug scheint eine coole Attacke zu sein. Die Wetterlage ist jetzt wieder normal. Nimm das. Jetzt aber noch lang. Was sind das für riesige Dungeons hier geworden? Ha. Sollen wir mal so ein Ding nutzen? Komm, wir nutzen mal so ein Ding. Weil es kein Monsterraum. Wir sind nur Ladybars, also. War vielleicht nicht intelligent, dass wir uns so hier hinstellen, oder? Oh. Okay. Das ist Psyana. Oh. Au. Das gegnerische Pokémon befindet sich im Zustand Erkenntnis. Gegner gelangen in diesen Zustand, wenn sie andere Pokémon besiegen. Gegner im Zustand Erkenntnis werden stärker, also nimm dich vor ihnen in Acht. Wow.
Im Moment, wenn man anfängt zu fliehen, wenn man Angst hat. Ich habe noch Teambeleber-Orbs dabei, alles gut. Ich versuch's weiterhin. Da ich aber auch echt nicht sagen kann, wie viel Leben dieses Vieh hat. Hab ich noch Teambeleber-Orbs? Noch ein K.O.-Orb, ja, aber da hört's dann auch schon auf. Kann es versuchen. Ich weiß nicht, ob das auf so eine Dinger überhaupt trifft. Aber wir sollten uns langsam zurückziehen. Ich hau mal ganz kurz ab. Lauf! 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 Oh Mann, fuck. Hallo, ich bin so alleine. Ich habe keine Beleber mehr, nichts. Du bist mein bester Freund. Wir haben gleich U12 erreicht, also dann sehen wir ja, was passiert. Ja, auf dieser Ebene befindet sich ein kampffähiges Pokémon. Da laufen wir auch direkt in so eine Gruppe rein, wa? Wir laufen direkt in so eine Gruppe rein von 1 Million Pokémons. Kann ja nicht sein, dass wir direkt dann da reinlaufen. Oh. Kacke, wir haben nicht mal mehr Heilung. Okay, was... Ja gut, der letzte Kampf, der Endkampf hat uns ganz schön Schaden gemacht. Können wir fliehen? Nee, ich glaube, das war es jetzt auch, wa? Ja. Wieder Erkenntnis? Erkenntnis ist aber cool. Wenn du einem Dungeon kampfunfähig wirst, kannst du um Hilfe bitten. Wirst du gerettet, kannst du das Abenteuer dort wieder aufnehmen, wo du kampfunfähig wurdest. Ohne Items, Geld oder die Pokémon, mit denen du das Abenteuer gemeinsam bestritten hast. Meinst du, ja. Was auch immer das hier heißt. Freunde-Rettung. Ach so, nö. Oder? Muss ich auswählen, voll K.O.-Hilfe anfordern. Ach so, sowas ist es nur. Ja, nee, dann nicht. Nö, nee, schade. Wie komme ich jetzt wieder raus hier? Hoffnung auf Rettung aufgeben. Ja, leider. Naja, gut, schade. Haben wir trotzdem den Auftrag? Der Auftrag ist ja trotzdem erfüllt, ne? Wir haben halt nur nicht die Items da mitgenommen. Oh. Achso, der aufgetragene Auftrag wurde gelöscht. Also, wir haben die Person jetzt gerettet, rausgeholt. Das Psyana hat uns halt gerade echt umgehauen mit der Erkenntnis. Das hat echt Schaden gemacht. Wir haben das Pokémon rausgeholt. Wir haben es gerettet. Dadurch, dass wir aber selber K.O. gegangen sind, kriegen wir keine Belohnung. Was dann für ein Quatsch? Das ist ja ungerecht mir gegenüber, weil ich habe mich ja angestrengt und ich habe das Pokémon ja auch gerettet. Ist ja nicht so, dass das Pokémon noch da drinne ist. Nein, es ist ja rausteleportiert. Das hat sich schön gedrückt, das Duflo. Das hat sich schön gedrückt. So, nach Post sehen. Wo genau steckt Wohin genau? Oh Gott. Berichten zufolge wanderte Wohin genau heute früh ziellos umher. Wohin genau, wusste wohl niemand. 2 Stunden später brachte das berühmte Team Hydro so wohlbehalten zurück. Was für ein Glück. Augenzeugen zufolge ist der ältere der beiden kecklichen Händler oft in geheimer Mission unterwegs. Böse Zungen behaupten, er ist gierig und macht bestimmt krumme Geschäfte. Intensivticket S. Naja, nehmen wir mal mit. Hier ist mir doch wurscht.